Eine neue Woche fängt an und so langsam nähern wir uns dem Ende dieses Jahres. So langsam halt. Ist der letzte Montag im November 2022. Aber es ist der 28.11. Also ist noch lange nicht vorbei. So sieht es nämlich aus. Hier ist Update, die News-Show von der Echo TV live auf Twitch natürlich und später auch auf YouTube zu sehen. Heute unter anderem geht es um den Streit der geplanten Reform zur Einbürgerung in Deutschland. Da gibt es mal wieder einen Streit zwischen CDU, CSU und der Bundesregierung. Natürlich weiß die FDP nicht genau, wohin sie will. Außerdem geht es heute auch noch, lasst mich mal kurz mal lunzen, um unser Handynetz nämlich in Deutschland. Es gibt immer noch Mobilfunk, also immer noch Funklöcher im Land und da kann es eventuellerweise passieren, dass unter anderem auch noch das ein oder andere Fünkchen oder Örtchen noch kein Netz hat und das stört den Bundesverkehrsminister, der nun mit Sanktionen droht. Außerdem gehen wir heute auch auf Pokémon Karmesin und Purpur ein, denn eine Tech-Seite oder ein YouTube-Tech-Kanal hat mal das Spiel komplett auseinandergenommen und gesagt, was da so alles nicht stimmt und es geht heute auch um eine Weltmeisterschaft, natürlich nicht um die Fußball-WM, sondern um die anstehende Darts-Weltmeisterschaft und aus deutscher Sicht, ja, sieht schlecht aus. Und ich begrüße euch alle an diesem Montagabend zur News Show live hier auf Twitch. Herzlich willkommen. Ja, für die, die am Freitag nicht dabei waren und gestern nicht dabei waren, ja, der News-Ticker hat so ein bisschen so eine kleine Entschlankungskur bekommen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Und außerdem eine Sache wieder zurück. Das werdet ihr nämlich gleich sehen, denn der News-Ticker ist wieder ab sofort durchgehend im Stream zu sehen. Somit auch in den Live-Videos auf Twitch. Somit bedeutet das, solltet ihr euch eine entsprechende Livestream von dieser Woche wieder anschauen, dann werdet ihr den News-Ticker entsprechend wieder in voller Tracht sehen, heute unter anderem bei Gameboy Time. Kommen wir aber zu den News des Tages oder auch zu einem Thema, was auch sich die Bundesregierung nämlich auf die Stirn geschrieben hat oder genauer gesagt, gut, einen Koalitionsvertrag schreibt man jetzt sich nicht auf die Stirn, sondern eher auf Papier oder zumindest digital, ja eher auf Papier. Und so haben sich ja SPD, Grüne und FDP, unsere aktuelle Bundesregierung, sich ja im Koalitionsvertrag ja vereinbart, dass ja Ausländer, die nach Deutschland kommen, leichter die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen sollen. Bundesinnenminister Nancy Faeser, die treibt ja das Thema nun vor allem ja ziemlich voran und ein Gesetzesentwurf des Innenministeriums, das sieht ja unter anderem vor, dass vor allem Menschen, die schon mehrere Jahre hier in Deutschland sind, leichter nun an die deutsche Staatsbürgerschaft kommen. Das stört natürlich einigen Parteien, vor allem nämlich auch der CDU-CSU und die stören sich wirklich daran. Die hat nämlich, wie gesagt, diese Kritik bekräftigt. In einem Interview mit der Rheinischen Post hat CDU-Generalsekretär Mario Kazaja unter anderem erwähnt, dass der deutsche Pass nicht entwertet werden darf. Das hat er wirklich so gesagt, ja. Und es müsse weiter gelten, so Kazaja, erst Integration, dann Staatsbürgerschaft. Die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit stehe daher am Ende, nicht am Anfang eines Integrationsprozesses. Und wie gesagt, diese Verkürzung, für die, die schon ziemlich lange da sind, soll ja von 8 auf 5 Jahren reduziert werden. Das ist eigentlich das, worüber sich CDU, CSU nur aufregt. Mehr nicht. Bei besonderen Integrationsleistungen soll es aber dann auch schon nicht nur in 5 Jahren, sondern nach 3 Jahren schon möglich sein. Also das heißt, wenn man sich richtig gut integriert hat, soll man dann auch den deutschen Pass kriegen. Also stellt man sich ja eher dann mal die Frage, warum regt sich die Union darüber auf, dass es eigentlich nur eine Verkürzung von einer Zeit geht, wo man wahrscheinlich eher die Möglichkeit hat, welche abzuschieben oder auch nicht. Keine Ahnung warum. Das soll unter anderem möglich sein, wie gesagt, bei besonderen Integrationsleistungen, dass schon nach 3 Jahren das möglich wäre, etwa wenn Einwanderer besondere schulische oder auch berufliche Leistungen oder auch ehrenamtliches Engagement gezeigt haben oder auch über besonders gute Sprachkenntnisse führen. Also wenn man sich, wie gesagt, schon richtig integriert hat. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Rahem Alabali Radovan von der SPD, die hat die umstrittenen Pläne von Bundesinnenministerin Faeser gegen die Kritik aus der Union verteidigt. Sie sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Zitat, wir wollen ein modernes Einwanderungsland gestalten.
dazu gehört, dass wir schneller, besser und mehr einbürgern. Und es gehe auch dabei, so sagte sie selbst, um die Stärke unseres Landes. Und sie verwies auch auf diesen Zusammenhang auch auf Fach- und Arbeitskräfte, die gerne zu uns kommen und auch bleiben wollen, sagte sie nämlich. Also sprich vor allem nämlich auch, um den Fachkräftemangel irgendwie, sagen wir mal, entgegenzukommen. Und an die Adresse der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, also an die Kritiker dieses Gesetzesentwurfs, sagte sie, ich zitiere, tun wir das nicht, verramschen wir unsere Wirtschaftskraft und unseren Wohlstand, liebe Union. Also mal wieder ein harter Diss von der SPD Richtung CDU-CSU. Sie spielt damit aber auch vor allem eine Person an in der Unionsfraktion, und zwar nämlich den ehemaligen Verkehrsminister und inzwischen jetzt CDU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nämlich. Der hatte ja in der Bild-Zeitung gesagt, Zitat, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen fördert nicht die Integration, sondern bezweckt geradezu das Gegenteil und wird zusätzliche Pull-Effekte bei der illegalen Migration auslösen. Ja, die Union hat da ja auch Angst, dass da ja zu viele auf einmal wohl die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, obwohl sie ja, sagen wir mal, sich integriert haben und entsprechend gute Leistungen bringen. Ja, ähnlich sieht das wie Dobrindt auch CDU-Chef Friedrich Merz. Der hatte gestern bei der Sendung Bericht aus Berlin in der ARD sich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft natürlich ausgesprochen. Das ist ja auch eins der Credos der CDU immer noch. Doppelte Staatsbürgerschaft eigentlich schon seit längerer Zeit. Und Merz warnte auch vor einer Einwanderung in die Sozialsysteme. Also geradewegs das, was ja auch ziemlich viel in rechten Parteien immer wieder zu hören ist. Die deutsche Staatsbürgerschaft, so sagte das der CDU-Chef in der ARD, sei etwas Wertvolles. Doppelte Staatsbürgerschaften sollten nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall sein. Welcher Ausnahmefall? Das hat entsprechend der CDU-Vorsitzende nicht genannt. Aber es gibt auch Kritik innerhalb der Koalition, und zwar nämlich von der FDP. Dessen Generalsekretär Bijan Dzarari, der äußerte sich auch Kritik. Er sagte in der Rheinischen Post, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Es gibt bisher keine Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration. Und so hätten es ja auch, wie gesagt, die zuständigen Ressorts, also das Innenministerium unter anderem, auch nicht geschafft, den dafür von der Koalition geplanten Sonderbeauftragten zu benennen. Die Ampel dürfte daher, so sagte das der Generalsekretär der Liberalen, den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Und zudem sei die Verleihung der Staatsangehörigkeit das Ergebnis einer gelungenen Integration in die deutsche Gesellschaft. Sie darf nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen. Ja, am Anfang des Integrationsprozesses muss ja das Ziel stehen, und zwar nämlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber naja, man möchte ja gerne auch manchmal die Katze im Sack kaufen. Das denken zumindest einzelne Politiker, wenn man mal so oder so auch mal gerne reinschaut in gewisse Gehirne, könnte man so sagen. Blicken wir aber auf ein eher wichtigeres Thema für viele in diesen Tagen, und zwar nämlich vor allem, was das nächste Jahr nämlich angeht. Wir haben nur noch gut 4 Wochen, dann ist 2022 Geschichte, aber wir müssen auch bedenken, dass unter anderem 2023 ein ziemlich schwieriges Jahr für uns werden kann, was nämlich die Stromkosten sein wird oder generell die Preise für Energie. Und viele Haushalte haben ja schon jüngst von ihrem Stromversorger wahrscheinlich schon einen Brief bekommen, wenn nicht sogar ein, zwei mehr in den vergangenen, ich sag mal, 3 Monaten, wo es hieß, ja, wir müssen die Strompreise erhöhen, weil nämlich die Beschaffung des Stroms teurer geworden sind. Und teils gab es sogar auch drastische Erhöhungen von einzelnen Versorgern. Und so hat unter anderem Rheinenergie, ein Energieunternehmen aus Köln, jetzt bekannt gegeben, dass man ab dem nächsten Jahr, ab Januar 2023, in der Grundversorgung pro Kilowattstunde rund 55 Cent verlangt. Pro Kilowattstunde, das sind sage und schreibe, und das ist kein Witz, 77% mehr als zuvor. Und wie gesagt, Rheinenergie ist kein Einzelfall mehr. Der Energieexperte des Vergleichsportals Verivox, nämlich Thorsten Strock, der sagte gegenüber NTV nämlich, das neue Jahr beginnt mit einer massiven Preiserhöhungswelle beim Strom. Man kann auch sogar schon von einer Preisexplosion reden, denn Grundversorger müssten ja nun oder tun das jetzt natürlich auch und geben die höheren Marktpreise nach und nach an den Kunden weiter. Ja,
ohne Strompreisbremse im Übrigen. Und natürlich sagt Rheinenergie, weil so hoch jetzt die Kosten sein müssen, dass man nämlich, wie gesagt, die Beschaffungskosten zu hoch geworden sind und daher jetzt, wie gesagt, man auch ein bisschen mehr an die oder deutlich mehr an die Kunden weitergibt. Und das Unternehmen begründet den Preissprung folgendermaßen: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise an den Strombörsen um mehr als 300% gestiegen. In der Spitze hatten sie sich mehr als verzehnfacht. Zusätzlich steigen auch die Nutzungsentgelte. Ja, und als Hauptursache für die gestiegenen Strompreise und auch natürlich für die extrem gestiegenen Gaspreise kann man sich wohl denken, was es ist. Nein, es ist nicht Corona. Nein, es hat auch nichts damit zu tun, dass wir zu viel heizen, sondern es hat mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Vor allem ja, weil wir uns abhängig gemacht haben von Russland bezüglich Gas und Strom. Und im Börsengroßhandel stimmt die inzwischen teure Stromerzeugung durch Gaskraftwerke oft den Strompreis für alle anderen Erzeugungsarten. Also wirklich, es wird auch noch mit Gas Strom produziert, wo sich viele sagen, vor allem natürlich auch Umweltschützer, wozu machen wir den Scheiß überhaupt noch? Ist ein bisschen schwierig zu erklären, ist natürlich klar, aber dennoch, es ist halt so, dass man sich die Frage stellen muss, warum noch? Why? Ne? Why are you happening? Why are you do this to me? So quasi nach dem Motto. Und laut dem Vergleichsportal Check24 sind mehr als 580 Fälle, ich habe so mit den Zahlen, 580 Fälle von Strompreiserhöhungen in der Grundversorgung zum Jahreswechsel bekannt geworden. 580 Fälle, das ist schon eine Menge. Und so heißt es unter anderem, davon sind rund 7,3 Millionen Haushalte betroffen. Also ihr, ne, einer von euch da draußen oder ihr alle, die zuguckt, hängt ja immer davon ab, dass es immer eine Handvoll ist, also ist es auch nicht so schlimm, sind davon betroffen. Und das berichtet halt auch Check24. Und die Erhöhungen betrügen nämlich im Schnitt 60,5%. Und Verivox, ein anderes Vergleichsportal, kommt wegen einer anderen Datengrundlage auf ein durchschnittliches Plus von 54%. Also weniger als das, was Check24 nämlich sagt. Und der Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Udo Sieverding, der sagte gegenüber NTV, Zitat, die Strompreiserhöhungen zum Jahreswechsel fallen teils drastisch aus, also höher als eigentlich bekannt. Natürlich ist bekannt, ja, die Strompreise, die steigen immer zum Jahreswechsel, ne? Ein bisschen an, jetzt durch den Ukraine-Krieg ganz nach oben und das ist auch nicht gut. Und so heißt es unter anderem auch, leider sind die Neukundentarife über die Vermittlungsportale noch höher, sodass ein Anbieterwechsel in den meisten Tarifgebieten keinen Ersparnis bringt. Also man kann den Tarif nicht wechseln, weil es sich nicht lohnt. Man kann wahrscheinlich auch den Anbieter nicht wechseln, weil es sich halt einfach nicht lohnt. Und das ist geradewegs nicht gut. Und dies dürfte sich auch, wie gesagt, erst in den nächsten Monaten ändern, denn Kunden in der Grundversorgung hätten da, wie gesagt, auch anderswo keine Wahl. Und der Verbraucherschützer Sieverding, der fordert nun auch, oder der rät vor allem, Zitat, Kunden außerhalb der Grundversorgung sollten bei Preiserhöhungen sogar in Erwägung ziehen, vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und sich in die Grundversorgung fallen zu lassen. Der Grundversorgungstarif galt ja früher eher als der neuere Tarif. Mancherorts liegt er aber jetzt schon unterhalb von Sondertarifen anderer Anbieter. Ja, ob sich das lohnt, das müsst ihr selbst wissen. Die Preiserhöhungen zum Jahresbeginn fallen ja bundesweit sehr unterschiedlich auch aus. Also es hängt auch wirklich davon ab, wo ihr nämlich wohnt. So erhöhen nämlich die Stadtwerke in Potsdam, in der Landeshauptstadt Brandenburgs nämlich, die Preise um rund 22% auf 46,5 Cent je Kilowattstunde. Bei MVV Energie in Mannheim in Baden-Württemberg sind in der Grundversorgung ab Januar knapp 45 Cent fällig, statt bisher 27 Cent. Und der ostdeutsche Energieversorger Envina M aus Chemnitz in Sachsen, der verlangt künftig künftig dann 48,1, gut 20,3 Cent mehr als bisher. Und neben Köln fällt auch in München die Erhöhung ordentlich aus. In der Grundversorgung der Stadtwerke dort in der bayerischen Landeshauptstadt kostet die Kilowattstunde ab dem 01.01. 61,9 Cent. Und wollt gar nicht wissen, wie viel es bisher war. Vorher waren es 25 Cent.
Das ist heftig. Die deutlichen Erhöhungen auch zum Jahreswechsel, die sind ja nicht die ersten in der jüngeren Vergangenheit. Wie Check24 ja berechnet hat, zahlte ein Musterhaushalt. Musterhaushalt wird irgendwie gesagt, ne, wie gesagt, ein Ehepaar und zwei Kinder, mit einem Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden im November 2020 im Schnitt 29,4 Cent pro Kilowattstunde. Ein Jahr später waren es 31,6 Cent pro Kilowattstunde. Ja, also in diesem Jahr. Und derzeit, Stand jetzt, November 22, liegt der Durchschnitt jetzt bei 42,7 Cent. Und die Belastungen durch die hohen Strompreise dämpfen auch, Strompreisbremse, die ja entsprechend letzte Woche vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Dabei soll ja bei Haushalten und kleineren Unternehmen für 80% des Vorjahresverbrauchs der Preis gedeckelt werden, und zwar auf 40 Cent pro Kilowattstunde. Verbraucht aber der Kunde mehr, zahlt er den normalen Vertragspreis. Also es wird nicht deutlich teurer, aber es wird teurer. Und dies soll dann auch aber einen Sparanreiz geben, um zu sagen, hey, ich spare mal, ich schalte mal was aus. Weihnachtsbeleuchtung. Ich muss ja zugeben, ich habe keine Weihnachtsbeleuchtung. Ich habe noch nicht mal Weihnachtsdeko da. Das ist, hier oben ist meine einzige Weihnachtsdeko, aber wie gesagt, selbst wenn ich Weihnachtsdeko anbringe, die wird nicht an sein. Nur so eine Weihnachtspyramide wird da einfach stehen und sagen, oh, wie schön. Und Weihnachtssterne klebe ich an, das war's dann. Der Baum wird auch nicht an sein, der wird ja auch dann hier stehen. Spätestens werdet ihr das ab Mittwoch sehen. Und wie gesagt, mehr wird das auch nicht sein. Geradewegs aber auch nicht an Weihnachten, nämlich um zu gucken, was braucht man. Da zieht man dann den Stecker raus. Und was man dann halt täglich braucht, Stecker drin lassen. Die Versorgung soll, wie gesagt, Versorger sollen ja die Strompreisbremse ab März in den Abschlägen berücksichtigen. Rückwirkend soll ja auch die Bremse, die Strompreisbremse dann auch für Januar und Februar nächsten Jahres gelten. Und dieser Gesetzesentwurf, der geht nun jetzt in Richtung parlamentarischer Beratung. Ja, der Verbraucherschützer Sieverding, der befürchtet aber auch Missbrauch dadurch. Gegenüber NTV sagt er, wir schließen nichts aus, dass das ein oder andere Unternehmen die Preisbremsen auch nutzt, um mehr zu erhöhen als unbedingt nötig. Es gäbe ja zwar das Missbrauchsverbot im Gesetzesentwurf, so sagt er aber weiter, aber wer soll das ernsthaft überprüfen? Und außerdem konnten die Anbieter ja schon zum Januar erhöhen, bevor das Gesetz überhaupt in Kraft tritt. Also man wird da wahrscheinlich wohl nicht entsprechend da was sehen können. Wie geht es aber generell weiter mit den Strompreisen? Der Strommarktexperte Mirko Schlossernitzig vom Beratungsunternehmen Enveris, der geht nicht davon aus, dass die Strompreise für die Haushalte in den nächsten Jahren wieder auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg sinken werden. Er rechnet ja sogar auch damit, dass die Verbraucherpreise für 2023 und 2024 im Schnitt deutlich über 40 Cent je Kilowattstunde brutto betragen werden. Auch in den Jahren danach würde 40 Cent wohl nicht unterschritten werden. Vereinzelt, so sagt er das gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, wären sogar 50 Cent pro Kilowattstunde möglich. Ja, er sagte, wir sehen auch langfristig an den Energiehandelsmärkten ein konstant hohes Preisniveau. Zwar könnten die Großhandelsstrompreise infolge eines perspektivisch sinkenden Gaspreisniveaus und dem verstärkten Ausbau von erneuerbaren Energien natürlich künftig auch deutlicher die Preise zurückgehen. Den spürbar größeren Anteil am Endkundenpreis hätten aber allerdings an Abgaben, Umlagen, Entgelte und auch entsprechend Steuern. Und so heißt es weiter von ihm, 32 Cent in den kommenden Jahren werden wir alleine wegen des derzeit vergleichsweise hohen Großhandelsstrompreisniveaus und bereits angekündigter Erhöhungen der Netzentgelte nicht mehr sehen. Also die Zeiten sind vorbei, wo der Strom günstig war. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wo wir was holen. Und wenn nicht, vielleicht mal irgendwie energiesparende Sachen kaufen. Energiesparlampen zum Beispiel. Hier. Das Licht, was ich hier habe, was ich auch ausmache, ist eine LED-Lampe. Normal wird es so aussehen, aber wenn ich das Licht oben anmache, dann... Oh. Jetzt ist es noch dunkler geworden. Um diese Dunkelheit wieder ins Helle zu bringen, um eine gute Überleitung zu machen, geht es jetzt erstmal in Richtung Update kompakt und mit weiteren Meldungen des heutigen Montags. Der Deutsche Lehrerverband hat das Ende der Corona-Isolationspflicht in mehreren Bundesländern mit Blick auf die Schulen kritisiert. Deutschland schalte vom Vorsichtsmodus in den Fahrlässigkeitsmodus, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer infiziert ist, soll zu Hause bleiben, egal ob er Symptome hat oder nicht, forderte er. Anders als an anderen Arbeitsplätzen gäbe es in der Schule ein enges Aufeinandertreffen in kleinen Räumen.
Wegen einer von Deutschland initiierten UN-Resolution zur Untersuchung von Gewalt im Iran hat Teheran den deutschen Botschafter einbestellt. Nach der Initiative Deutschlands, einer Sondersitzung des Menschenrechtsrats zu den jüngsten Ereignissen in unserem Land abzuhalten, wurde der deutsche Botschafter ins Außenministerium bestellt, so die Agentur IRNA. Der UN-Menschenrechtsrat hatte eine Untersuchung des gewaltsamen Vorgehens der Behörden gegen die Demonstranten im Iran beschlossen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Steuererhöhungen eine klare Absage erteilt und will ab 2024 das gesamtstaatliche Defizit wieder verringern. Der FDP-Vorsitzende sagte bei einem Steuerforum des Zentralverbands des Deutschen Handwerks: "Wir sind in der Vorweihnachtszeit, fürchtet euch nicht. Mit dieser Koalition und diesem Bundesfinanzminister wird es keine Steuererhöhungen geben." Lindner bezog sich auf politische Äußerungen, dass Spitzenverdiener stärker zur Kasse gebeten werden sollen. Die Krisenstimmung drückt vorerst nicht auf den deutschen Arbeitsmarkt. Im November stieg das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wieder leicht, nachdem es zuvor 6 Monate in Folge gesunken war. Nach einem Plus von 0,3 Punkten im Vergleich zum Vormonat liegt es bei 100,5 Punkten und damit laut IAB minimal über der neutralen Marke von 100 Punkten. Befragt werden dafür alle deutsche Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die nächsten 3 Monate. Tonnen von Drogen beschlagnahmt, etliche Kriminelle gefasst. Der europäischen Polizeibehörde Europol ist eigenen Angaben zufolge ein Schlag gegen ein Kokain-Superkartell gelungen. Bei koordinierten Razzien in Europa sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten seien insgesamt 49 Verdächtige festgenommen worden. Das teilte Europol mit. Darunter waren den Angaben zufolge auch 6 hochrangige Drogenbosse. Insgesamt wurden laut Europol mehr als 30 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Der FC Bayern München hat das spanische Mittelfeldtalent Javier Fernández González verpflichtet. Wie der deutsche Fußballrekordmeister mitteilte, kommt der 16-jährige Juroren-Nationalspieler von Atletico Madrid. González ist erst für den Nachwuchs eingeplant und hat einen langfristigen Vertrag ab dem 1. Januar unterschrieben. "Wir haben lange und intensiv auf diese Verpflichtung hingearbeitet, deswegen freuen wir uns sehr, dieses Talent überzeugt zu haben", sagte Nachwuchsleiter Jochen Sauer. González gehört für ihn zu den vielversprechendsten Mittelfeldtalenten seines Jahrgangs. Ja, ich hatte echt Probleme, den Namen Jorge zu sagen. Ja, kann er nicht einfach José Carreras heißen oder sowas? Ich weiß es auch nicht. Naja, Glückwunsch an den FC Bayern. Ja, mehr News natürlich, wie immer, auf derchotv.de. Das war Update Kompakt für die heutige Ausgabe. Es gibt natürlich auch mal wieder nach langer, langer Zeit mal wieder eine TikTok-Ausgabe. Könnt ihr gerne auf dem TikTok, ihr wisst schon Bescheid, TikTok und so weiter. Ich möchte gerne darauf hinweisen, was nämlich auf derchotv.de aktuell so abgeht an News nämlich. Und da sieht es nämlich unter anderem folgendermaßen aus. Und zwar gibt es einerseits, ich glaube, ich mache das mal anders. Ich mache mal das hier weg. Ab jetzt gibt es Vollbild nur noch so. Ja. Ich will nicht unbedingt, dass man alles von meinem Desktop sieht, deswegen muss ich das mal so machen. Unter anderem gibt es natürlich eine neue Folge Pokémon X, weise ich gerne darauf hin. Folge 43 ist inzwischen online gegangen. Außerdem gibt es heute auch noch, wie gesagt, die Meldung von Europolitik-Zerschlagung des Superkartells. Außerdem gibt es eine Meldung vom Sky, der Pay-TV-Anbieter hat für deutsche Kunden jetzt die Sky Q-App auf die Xbox nämlich gebracht, sowohl auf die Xbox One S und X, sowie aber auch auf die Xbox Series S und X und natürlich noch die Sims 4 Session von gestern, die natürlich auch da ist und unter anderem auch eine Meldung aus China, nämlich wo es ja die schlimmen Demonstrationen gegen die Null-Covid-Politik gibt. Dort ist ein BBC-Reporter vorübergehend festgenommen worden. Auch eine sehr interessante News, die es da zu lesen gibt. Alles das natürlich auf derchotv.de. Und jetzt kommen wir zu unserem Handynetz. Ich habe darüber ja schon mal die Tage gesprochen und heute will ja unter anderem die Bundesnetzagentur oder hat ja oder zumindest in dieser Woche die Bundesnetzagentur ist folgendermaßen natürlich so, sagen wir mal, interpretiert, dass nämlich die Mobilfunknetz oder
Ich fange nochmal an. Ich bin gerade ein bisschen raus. Ich habe gerade eine WhatsApp gekriegt, deswegen hört es nicht. Ihr seht es auch nicht eingeblendet, weil ich es nämlich so eingestellt habe, dass ihr es eigentlich nicht sehen solltet. Egal. Wie gesagt, wir reden jetzt über unsere Handynetze, denn eigentlich sollten bis zum Ende dieses Jahres fast alle Funklöcher oder alle Funklöcher geschlossen sein, zumindest was LTE angeht. Das werden aber unsere drei Großen hier in Deutschland, damit sind die Deutsche Telekom, Vodafone und O2 nämlich gemeint, nicht schaffen. Und Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der erhöht jetzt nun den Druck auf die drei. Er sagte unter anderem nämlich, das kann vielfältige Gründe haben, etwa weil Lieferverzögerungen, Bürgerinitiativen oder langwierige Genehmigungsverfahren den Ausbau ausbremsen. Ja, das heißt, dass in einem gewissen Gebiet wahrscheinlich sogar, wo man Handynetz braucht. Ne? Leute demonstrieren, sagen, ja, diese großen Antennen, die brauchen wir nicht. Ne? Oder dass wirklich, wie gesagt, Teile fehlen. Oder dass die Genehmigungen schon seit 2 Jahren da rumliegen und sagen, ach, müssen wir noch was genehmigen. Ja, deutsche Bürokratie. Und natürlich sagte der Finanzminister, wollte ich schon sagen, der Verkehrsminister ist dafür zuständig. Der Verkehrsminister sagte dazu nämlich auch noch, Zitat, die Gründe müssen jetzt genau erörtert werden, zusammen mit der Mobilfunkbranche, da wo Netzbetreiber in der Verantwortung stehen, sollen aus unserer Sicht aber auch von rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht werden, selbstverschuldete Verzögerungen zu sanktionieren. Ja, und die Sanktion kann jetzt nicht einfach das Bundesverkehrsministerium verhängen. Nein, das muss die Bundesnetzagentur machen. Die Behörde überprüft nämlich die Versorgungsauflagen. Bei einem Verstoß drohen natürlich auch empfindliche Strafen. Und heute hat ja der Beirat der Behörde, bisher ist wie gesagt noch nicht so viel darüber bekannt, getagt und der Verkehrsminister sagte auch bei der digitalen Konnektivität, da darf Deutschland nicht mehr Mittelmaß sein, wir müssen an der Spitze mitspielen. Das forderte nämlich Volker Wissing von der FDP. Man muss insgesamt sagen, 97% der Fläche in Deutschland sind nach Angaben der Bundesnetzagentur mit 4G versorgt. 97%, also es gibt noch 3% Funklöcher, wo kein 4G ist, aber etwas Schlechteres, ne? 3G zum Beispiel unter anderem. Und aktuelle Zahlen zeigen auch, dass die Versorgung durch die Netzbetreiber mit den neuesten Mobilfunkstandard, das ist nämlich 5G, in der Fläche im Oktober diesen Jahres bei rund 79% liegt, 50% mehr als im letzten Jahr. Und Wissing sagte dazu, allerdings zeichnet sich bereits ab, dass die Versorgungsauflagen bis Ende 2022 von der Telekommunikationsbranche voraussichtlich nicht eingehalten werden. Also dass man trotz, weil man jetzt noch 4 Wochen Zeit hat, das Ganze noch hinzubekommen, bis zum Jahresende natürlich, schaffen sie es nicht. Ja, und der FDP-Politiker sagte auch weiter, in der Gigabit-Strategie haben wir festgeschrieben, positive Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Ausbau zu beschleunigen. Und deshalb fordert der Verkehrsminister auch, dass Staat und Wirtschaft nun an einem Strang ziehen müssen, um die digitale Infrastruktur zu schaffen, die ein modernes Land für das digitale Zeitalter braucht. Und digitales Zeitalter in Deutschland, ja, das ist irgendwie schon so ein Riesengag. Naja, aber man muss es auch so sagen. Und aus einem Bericht der Bundesnetzagentur, der ja an den Beirat geht, ging ja schon hervor, dass ja keiner der drei, also weder die Telekom noch O2, also Telefonica, noch Vodafone, die Ausbauauflagen bei 4G-Funklöchern erfüllen. Wie gesagt, 3% sind laut dem Bericht der Bundesnetzagentur, 3% der Flächen in Deutschland sind noch ohne 4G. Das heißt, da kriegst du kein LTE, da heißt es Arschlecken. Du musst den Stream dann hier in 160p gucken oder so, wenn überhaupt. Naja, das ist leider ein bisschen bitter, aber was willst du machen? Ja. So, kurzen Schluck aus meinem Glas, was leer ist. Fülle ich mir gleich einfach mal auf und wir reden jetzt über die aktuellen Pokémon-Spiele. Und zwar nämlich über Kamezin und Purpur. Wir wissen, inhaltlich ist das Spiel gut. Technisch zum Kotzen. Das wissen wir so oder so und wir wissen ja auch, dass, wie gesagt, die Framerate-Einbrüche nichts mit der Switch zu tun haben, sondern eher mit dem Spiel selbst. Und die Technikexperten von Digital Foundry nämlich, einem YouTube-Kanal, die haben sich jetzt nämlich nun, die haben jetzt nun die 9. Generation, also Pokémon Kamezin und Purpur, auseinandergenommen und sich das Ganze auch angeguckt. Und auch, wie gesagt,
man sieht so viele Fehler, Grafikfehler, vor allem blinkende Schatten, die dann immer kommen, sogar auch die Beleuchtung der Schatten sieht dann immer anders aus bei gewissen Sachen und dass viele Sachen zeitlupenartig laufen, nicht nur Windmühlen, sondern auch Pokémon oder sogar auch Menschen, das fällt jedem Laien natürlich auf. Aber bei Digital Foundry gibt es Betrachtungen natürlich noch einmal mehr in technischer Weise, sagen wir mal expertisemäßig, und für großes Unverständnis sorgt dabei zum Beispiel insbesondere, wie Karmesin und Purpur gegenüber Pokémon-Legenden Arceus nämlich abschneidet. Dabei stellt sich nämlich heraus, dass Karmesin und Purpur eigentlich ziemlich simpel aussehen. Die Texturen, die sind dort matschig und wiederholen sich. Die Details schon in der mittleren Ferne sind quasi nicht vorhanden und Schatten gibt es nur in direkter Nähe, wenn sie überhaupt, wie gesagt, ordentlich funktionieren, heißt es. Hässlich und billig nennt Digital Foundry die Ausgangsposition. Danach folgt eine beispielslose Aufzählung von Problemen und Unzulässigkeiten. Dabei lässt man die Bugs, die in den sozialen Medien ja dermaßen viral gegangen sind, auch noch außen vor. Ne? Also es gibt deutlich mehr Kritik an Karmesin und Purpur und es ist auch eine ganz normale Spielerfahrung, die beobachtet wird. Und klar ist natürlich auch, dass Digital Foundry eine Frage nämlich beantwortet hat, und zwar nämlich die: Ist die Switch zu schwach? Die Antwort: Nein, ist sie nicht. Kam auch von Tech-Experten, also die Switch ist nicht zu schwach. Niemand muss von der Switch Pro reden, wo es flüssig funktioniert. Es liegt am Spiel selbst, nicht an der Switch. Und das würde auch einerseits zum Beispiel ja auch bei anderen Spielen nämlich klar, dass die Switch mit höherer Auflösung funktioniert. Xenoblade Chronicles 3 zum Beispiel, Dying Light, ne? Aber auch, wenn man es im Vergleich nimmt, Pokémon-Legenden Arceus. Ja, die meisten Umgebungen in Karmesin und Purpur wurden halt, so heißt es selbst von Digital Foundry, lachhaft simpel im Vergleich, lachhaft simpel aussehen, aber in Arceus gibt's auch Pop-Ins, aber Karmesin und Purpur, da seien diese Pop-Ins, wie man sie nennt, dramatisch schlechter. Ja, und am Ende gibt es auch noch einen Vergleich mit einem anderen Open-World-Spiel, nämlich mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich will gar nicht wissen, wie es im nächsten Jahr sein wird, wenn der Nachfolger kommt. Das wollen wir alle, glaube ich, nicht. Da kriegen wir alle Angst. Und die Frage bleibt auch: Warum? Siehst du unten eingeblendet. Und wie gesagt, warum eigentlich? Die große Frage. Und den geht auch Digital Foundry nämlich nach. Und laut Interviews habe die Entwicklung von Karmesin und Purpur vor 3 Jahren begonnen. 2019, da sind Schwert und Schild erschienen. Doch offenbar hätten viele Entwickler zeitweise noch, so hieß es nämlich, bei Legenden Arceus ausgeholfen, was ja erst in diesem Jahr erschienen ist. Ja, Pokémon Legenden ist erst in diesem Jahr erschienen. Die Full-Production-Phase sei also möglicherweise gekürzt worden. Also war das ein Fehler von Game Freak, sagen wir mal, gewisse Spiele, na, ein bisschen, na, so zeitliche ist irgendwie hinzubekommen. Denn, wie gesagt, Game Freak bringt ja gefühlt pro Jahr immer ein Spiel raus und das als halsbrecherisches Tempo in einer modernen Spieleentwicklung, wo man eigentlich sagen muss, und das sagt sogar auch eine Ikone bei Nintendo, lieber länger entwickeln und dann gut rausbringen, anstatt durchgehend immer Patches rauszuhauen. So grob hat er es jetzt nicht gesagt, aber es gibt ein ordentliches Zitat dazu. Und das, wie gesagt, Karmesin und Purpur im Vergleich mit Pokémon-Legenden Arceus noch weiter, vergrößern und dazu eine echte Open World bietet, also Karmesin und Purpur, im Vergleich zu Legenden ist es halt nicht so, Legenden ist es nicht. Wenn wir am Mittwoch wieder sehen, spiele ich hier dann auch wieder. Ist, wie gesagt, Karmesin und Purpur richtig Open World. Und das hat aber auch nicht geholfen. Karmesin und Purpur basieren zudem, wie gesagt, auch auf der gleichen Engine, die auch Legenden benutzt. Ja, und am Ende attestiert Digital Foundry dann am Ende Folgendes für Karmesin und Purpur: umfassende technische Mängel, peinliche Grafiken, eine miserable Draw-Distanz, schlechte Performance, mittelmäßige Bildqualität und eine Vielzahl von Fehlern. Pokémon-Fans haben Besseres verdient. Ja, und das muss man eben eigentlich auch so sagen, denn an der Switch liegt es nicht. Ne, viele, die das natürlich sagen, weil wie gesagt, Xenoblade Chronicles 3 und Dying Light, ne,
wenn die Switch sowas nicht packt, dann natürlich klar, dann hätte schon Nintendo längst eine Switch Pro rausbringen müssen, haben sie aber nicht. Und ein bisschen Lob gibt es aber trotzdem von den Tech-Experten. Die Innenräume könnten nämlich mitunter ganz gut aussehen, vor allem, wenn nämlich die Kamera fixiert ist. Das ist ja auch von Legenden übernommen worden, diese freie Kamera, die du ja selbst bedienen kannst. Und außerdem sei auch das Charakter-Design gelungen und die Pokémon sehen auch entsprechend gut aus. Mir fällt nämlich auch auf, und das ist jetzt so aus meiner eigenen Meinung, bin kein Design-Experte oder so, das Charakter-Design, alleine das Erstellen der Charakter von Karmesin und Purpur, sieht super aus. So, ist perfekt. Kannst du richtig schön gut machen zu Beginn. Wie gesagt, die ersten Gehversuche von Karmesin und Purpur könnt ihr hier auf dem Dercho TV Twitch-Kanal angucken. Leider wegen schlechter Tonqualität nicht auf YouTube. Aber wie gesagt, auch die Pokémon sehen besser aus. Die hat man wahrscheinlich dann auch ein bisschen anders gemacht. Aber nicht den Rest. Das ist leider schade. Aber dennoch, man wird es halt natürlich dann sehen, ob Game Freak wirklich noch nachliefern wird. Ob Game Freak wirklich sagt, okay, wir knallen ein Update raus, was wirklich dafür sorgt, dass das Spiel besser läuft. Ne, dass vielleicht die Grafiken ein bisschen besser macht vielleicht. Das wäre es natürlich. Aber bisher jetzt gut, mehr als eine Woche nach Release, kam von Game Freak, glaube ich, noch gar nichts. Außer, dass man gesagt hat, hey, wir haben mehr als 10 Millionen Spiele verkauft. Mehr auch nicht. Naja, Game Freak halt. Alten Grafiken verliebt oder so. Naja, ist aber trotzdem ein bisschen schade. Schade ist auch, und damit kommen wir zum Sport und schauen auf den Dartsport, der hier sehr, sehr selten kommt, ist nämlich, was bei der Darts-WM, die ja traditionell immer von Mitte Dezember bis Anfang Januar nämlich stattfindet, im Alley Pally, wie man ja schön sagt, in London, in Alexandra Palace, wo im Übrigen früher die BBC gesendet hat. Denn es gibt schlechte Nachrichten aus deutscher Sicht. Denn eine deutsche Darts-Hoffnung wird nämlich hier nicht mit dabei sein. Bei der WM gilt natürlich Michael van Greven oder Michael van Greven aus den Niederlanden natürlich als Top-Favorit auf den Weltmeistertitel. Aber für die große deutsche Darts-Hoffnung in Deutschland, für Max Hopp, ist nämlich die WM Geschichten. Denn er hat beim letzten Qualifikationsturnier es nicht geschafft, hat es beim Qualifikationsturnier nämlich nicht geschafft, sich natürlich zu qualifizieren, weswegen dann für ihn das WM aus bedeutet. Gleichzeitig aber verliert nämlich Hopp auch seine Tourkarte. Mit dieser Tourkarte hat man nämlich Spielberechtigung für die meisten Events des Weltverbandes PDC. Und somit schied nun der Juniorenweltmeister von 2016 beim Turnier in Barnsley bei einem wo die letzten drei WM-Tickets vergeben wurden. Nach dem 4:6 gegen den Engländer Ryan Joyce bereits schied er dort in Runde 1 aus. Und noch vorgestern am Samstag, da hatte Hopp im Finale beim Qualifikationsevent für westeuropäische Profis die Weltmeisterschaft ebenfalls knapp verpasst. Ist auch ein bisschen bitter. Und nach schwachen Leistungen ist nun der achtmalige WM-Teilnehmer Hopp nun auf Rang 75 in der Weltrangliste zurückgefallen. In diesem Jahr war er nur bei einem der 9 Major-Turnieren dabei. Auch nicht geradewegs gut. Zwischenzeitlich gewann er 2,5 Monate lang kein Spiel auf einer Tour. Und bei dem bei der Qualifying School, so heißt sie nämlich, in Kalka in NRW, kann sich Hopp nun die Tourkarte wieder zurückholen. Die findet nämlich erst im neuen Jahr statt, zwischen dem 9. und dem 15. Januar in Kalka in Nordrhein-Westfalen. Ja, der langjährige Primus Michael van Gerven oder Michael, ich darf es nicht so, Michael, Michael van Gerven, der fährt derweil ja absolut Topform aktuell. Der fährt mit einer absoluten Topform auch zur Weltmeisterschaft nach London. Der hat ja den Spitznamen Mighty Mike und der gewann ja am Sonntagabend, also gestern, die Players Champion Finals in Minehead, die als letzter Alley Pally Gradmesser nämlich gelten, also quasi die Vorbereitung auf die WM. Im Finale gegen den ehemaligen Weltmeister Rob Cross gewann der Niederländer mit klarem 11:6 Sieg sogar ein 9er Data, bei dem die Punktzahl von 501 mit 9 Würfen auf 0 gestellt wird. Und neben Van Gerven sind auch der Weltranglistenerste Gervin Price aus Wales sowie der schottische Titelverteidiger Peter Wright mit als Favoriten bei dieser WM. Mitte Dezember geht es dann los und natürlich ist das ja auch wieder für viele Darts-Fans ein Highlight. Ist inzwischen auch hier in Deutschland gut angekommen und wer sich das angucken will, ich glaube, das gibt es bei Sport1 zu sehen inzwischen oder bei The Zone. Und wer sich das dann da angucken will,
Bitteschön, ich halte da keinen auf. Ist eine gute Alternative zur Fußball-WM. Obwohl, es startet 3 Tage, bevor die Fußball-WM endet, ne? Ist eigentlich auch scheißegal dann. Guckt man trotzdem sich die Darts-WM an. Ja, warum auch nicht. Kommen wir zum Wetter. Schauen wir mal drauf. Wir sind so langsam am Ende von Update für den heutigen Montag angekommen. Blicken wir mal auf die Wetteraussichten für die Nacht. Dort ist es ziemlich nass. Überall, außer in Sachsen, nämlich in Teilen von Sachsen, da gibt es keinen Regen. Sonst gibt es überall Regen. Das seht ihr nämlich auf der Karte. Regenschauer überall. Temperaturen, die sind entsprechend kühl. 3 Grad im Osten, vor allem auch in Bayern. So zwischen 3 bis 6 im Westen und Südwesten gibt es bis zu 7 Grad. Morgen dann am Dienstag. Der Regen zieht weiter. Es gibt keine Sonne. Nein, es gibt wirklich, aber auch eine Schneise in der Mitte quasi von Norden nach Süden hin, sowie auch in Teilen von Rheinland-Pfalz, NRW und auch im Nordwesten Niedersachsens Regen, sonst bleibt es bewölkt und trocken. Temperaturen liegen so zwischen 5 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten, es sieht ziemlich trist aus. Ja, die Sonne bleibt erstmal weg, sie versteckt sich noch zumindest zum Monatsende hin und das wird es auch noch bis Donnerstag so sein. Auch am 1. Dezember wird es ziemlich regnen, erst am Mittwoch im Norden, dann im Westen des Landes und am Freitag gibt es dann wieder ein bisschen Sonne. Aber es sind kühle Temperaturen, am Mittwoch noch so zwischen 3 bis 8, während es dann ab Freitag zwischen minus 1 bis plus 5 Grad dann nur sind. Es wird Zeit, die Heizung anzumachen. Ja, definitiv. So viel dann von der News Show für heute. Ja, hier geht's jetzt gleich weiter mit Gameboy Time. Dann wird ein bisschen Retro gezockt. Ihr seht schon, der Switch Controller ist bereit. Der ist am PC im Übrigen angeschlossen. Und heute gibt es ein Prügelspiel bei Gameboy Time. Ja, es gibt nämlich nicht Super Street Fighter, sondern Street Fighter 2 auf dem Gameboy. Ja, quasi wirklich. Ich würde es schon gerade so sagen, aber ich traue es mich nicht, weil dann jemand kommt und sagt, nein, das stimmt nicht. 1:1 vom Super Nintendo auf den Game Boy gebracht. Ja, so ungefähr kann man das sagen. Ich sage auch warum, weil ich das Spiel selbst besitze. Einmal, also sogar zweimal, einmal auf der Switch und einmal, wie gesagt, Switch Online und einmal so richtig als Modul. Ich müsste es noch suchen, aber finde ich eh nicht. Und ja, das spielen wir gleich auf dem Gameboy, also bleibt dran, wenn ihr Bock darauf habt. Sonst verweise ich gerne auf den nächsten Stream, den es am Mittwoch gibt. Morgen gibt es keinen Stream, da weise ich auch nochmal gerne darauf hin. Wie gesagt, es gibt Videos auf YouTube selbstverständlich, auf 2 YouTube-Kanälen. Einmal, wenn es um News und Infotainment an sich geht, Dercho TV News einfach mal eingeben, beziehungsweise in die URL-Leiste youtube.com/@DerchoTVNews oder wenn es um Gaming geht, youtube.com/DerchoTVGames, ganz einfach im Twitch-Chat geht es auch, Ausrufezeichen YouTube und da gerne mein Abo hinterlassen, falls noch nicht getan. Nichtsdestotrotz sage ich aber schon mal Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's weiter mit Gameboy Time und sonst dann auch noch mit Gameboy Time und sonst sehen wir uns dann am Mittwoch wieder zur nächsten Update-Ausgabe News auf derchotv.de. Schönen Abend noch, bis dann.